Hallo, schöne Seele. Schön, dass du eingeschaltet. Wie geht's dir? Sag mal, wie steht's um deine Partnerschaften? Wie stehst du da? Ich meine damit nicht nur die Liebesbeziehung, wenn da eine ist, sondern überhaupt so ganz allgemein. Wir gehen ja sehr schnell in Beziehung zu etwas, zu jemandem. Und ich glaube, das ist ein riesiger Pool, wo wir wahnsinnig viele Verstrickungen entdecken, erleben, heilen dürfen. Und ich lade dich ein, genau zu diesem Thema am 3. Oktober mit mir in einem Online-Workshop am Abend dieses Thema zu beleuchten. Mit Sajama natürlich. Im Rahmen veranstaltet von der Buchhandlung im Licht, im Seminarzentrum in Licht, gibt es einen Online-Workshop zu diesem Thema Beziehungen und Partnerschaften beleuchten. Und wir haben ja jetzt gerade eine Wahnsinns-Challenge hinter uns, genau in diesem Bereich, ne? So mit der Venus-Phase, die wir durchlaufen haben in diesem Sommer. Und ich glaube, deswegen ist es jetzt eine super Zeit, uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen, die Übel, Überbleibsel, die da vielleicht noch sind, zu heilen, anzuschauen. Und ja, deswegen finde ich die Frage, wie stehst du in deinen Beziehungen? Natürlich und vor allem auch die allererste, wie stehst du zu dir in Beziehung mit deinen Wünschen, Bedürfnissen, Vorstellungen, mit deiner Arbeit, mit deinem Privatleben, mit diesem ganzen vielen an Leben. Und dazu schon mal ein kleiner Tipp. Das ist alles eins. Konzentrier dich auf die Einheit, nicht auf das Verzetteln. Das Leben ist nicht viele kleine Dinge, also natürlich schon, und trotzdem auch nicht. Das Leben ist deins, dein Leben. Von morgens früh bis abends spät ist das ein Leben, deins. Lerne dich zu konzentrieren, wirklich auf eine Sache, auf dich zu konzentrieren. Und dazu mein Tipp, schließ mal Daumen und Zeigefinger zusammen, leg diese einfach so mal auf deinen Schoß und versuche für ein paar Minuten ganz bewusst dich einfach nur hier auf dieses Daumen, die zusammenkommen, Finger, die beiden Finger, konzentrier dich ausschließlich auf das, was da geschieht. Fühle die Berührung, halte die Berührung und vor allem halte deine Konzentration auf dieser Berührung. Denn da kommen zwei Energien in Beziehung ins Spiel miteinander. Und wenn dir das gelingt, deine Aufmerksamkeit wirklich auf etwas zu richten, dann lernst du auch in deinen Beziehungen und Partnerschaften viel mehr bei dir zu bleiben, konzentriert auf deinem Weg zu bleiben und dann geschieht ganz viel Heilung. 3. Oktober darf ich dich vielleicht begrüßen. Du findest die Informationen zu diesem Workshop unter diesem Video auf meiner Webseite adrianameisser.com. Und im Seminarzentrum im Licht.ch, wenn es jetzt recht ist. Und später auch wahrscheinlich als Aufzeichnung. Liebe Grüße und vielleicht bis zum 3. Oktober. Mich würde es freuen.